Herzlich willkommen zurück im Livestream. Ja, von der Frage, wie Lehre besser werden kann und wie Lehre mit der Forschung aufschließen kann, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, nämlich der Barrierefreiheit. Das ist jetzt vom Gesetzgeber auch offiziell gefordert und dann stellt sich natürlich die Frage, wie setzen Sie das alles um? Im besten Falle haben Sie sich schon lange damit beschäftigt und haben eine intrinsische Motivation, das Thema umzusetzen. Aber den einen oder anderen wird es vielleicht auch treffen und vielleicht waren die Hausaufgaben noch nicht ganz gemacht. Dann ist die Frage, ist die Website jetzt wirklich barrierefrei oder nicht? Oder gibt es dazwischen noch viele Graustufungen? Mit welchen kleinen Projekten können Sie anfangen, um sich einfach das Schritt für Schritt zu erarbeiten? Darum wird es jetzt gehen, um das Thema wirklich runterzubrechen und ganz pragmatisch zu schauen, wie lässt sich das in kleinen Schritten umsetzen, anstatt gleich zu versuchen, auf einmal über den großen Berg zu klimmen. Den Input gibt es von Professor Gottfried Zimmermann, Professor an der Hochschule der Medien Stuttgart. Herzlich willkommen. Danke. Er ist Professor für Mobile User Interaction an der Hochschule, dort auch der Gründer des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit und wird jetzt vor allem berichten aus einem Projekt, das von der Stiftung Innovation der Hochschullehre gefördert wird, nämlich Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit an Hochschulen, kurz SHUFFLE. Wunderbare Abkürzung. Ich freue mich auf den Input. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön hier in Berlin zu sein. Es gehen ja doch ziemlich viele Impulse von Berlin, von der Regierung aus. Manchmal ärgert man sich darüber, manchmal bringt es auch Innovation. Und ich möchte Ihnen heute zeigen in dieser Keynote, dass in diesem Falle eben doch die Innovation die größere Rolle spielt bei der digitalen Barrierefreiheit. Erinnern Sie sich noch an den Mai 2018, genauer gesagt der 25. Mai? Das war das Datum, als die DSGVO in Kraft trat, also Datenschutz. Und da war immer große Aufregung an den Hochschulen, auch an meiner Hochschule, Hochschule der Medien in Stuttgart. Ja, und dann gut ein Jahr später, im September 2019, gab es auch so ein ganz markantes Datum, nämlich den 23. September 2019. Das war noch vor Corona. Und da gab es keine große Aufregung, man hat es einfach verstreichen lassen. Das war das Datum, als alle Webseiten von öffentlichen Stellen barrierefrei sein mussten. Es gab noch eine Übergangsregelung für neuere Websites, aber im Großen und Ganzen war das das große Datum. Und das hätte eigentlich eine große Innovation bringen sollen. Da sind wir noch dabei, das auch umzusetzen. Ich hoffe, wir sind da ein bisschen im Aufholmodus mittlerweile. Und das möchte ich Ihnen zeigen, warum eben genau das sehr wichtig wäre. Jetzt muss ich irgendwo hier weiterschalten. Ja, ich leite das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Wir sind ungefähr 12 Personen und unsere Strategie ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, wir wollen nicht, dass andere abhängig werden von unserer Hilfe, sondern wir wollen andere Hochschulen und öffentlichen Stellen eben auch dann darin unterstützen, das selber hinzukriegen mit der digitalen Barrierefreiheit. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass das nicht nur Studierenden mit Beeinträchtigungen etwas bringt, sondern allen Studierenden. Wir veranstalten auch Webinare, wenn wir immer mal wieder neue Arbeiten öffentlich machen, Bachelor-Thesen, Master-Thesen oder auch aus Forschungsprojekten. Und es gibt einen Newsletter, den Sie gerne auch bei uns bestellen können. Sie finden uns unter barrierefreiheit.hdm-stuttgart.de. Ja, was ist denn Barrierefreiheit? Im Englischen sagt man Accessibility. Es geht darum, und ich zitiere jetzt aus dem Behindertengleichstellungsgesetz der Bundesregierung, barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände und jetzt kommt das Wichtige, Systeme der Informationsverarbeitung, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Also bei der digitalen Barrierefreiheit geht es um die Systeme der Informationsverarbeitung und es geht um behinderte Menschen, in unserem Fall an Hochschulen vor allem behinderte Studierende oder wir sagen besser Studierende mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, denn eine Behinderung entsteht eigentlich im echten Sinne erst dadurch, dass man eine Beeinträchtigung hat und das Umfeld nicht darauf eingestellt ist. Also allgemein übliche Weise heißt zum Beispiel, dass wir den normalen Ansatz, die normale Website eben auch für alle zugänglich machen und nicht irgendwo eine Umleitung über eine andere Website, die dann für besondere Bedürfnisse eingerichtet ist.
Das passt nicht zur allgemein üblichen Weise. Ohne besondere Erschwernis heißt dann auch, dass man nicht jetzt eine extra Website macht für Tastaturbenutzer, die dann nochmal komplizierter ist als die andere. Und grundsätzlich ohne fremde Hilfe heißt, Negativbeispiel, wenn man es nicht richtig macht, ich habe einen blinden Mitarbeiter und ich würde dem sagen, ja, beim Login, da musst du eben den Kollegen zur Hilfe nehmen, weil der Login ist nicht Screenreader-tauglich. Das wäre dann nicht barrierefrei. Es muss also alles grundsätzlich ohne fremde Hilfe nutzbar und zugänglich und auffindbar sein. Und bei der digitalen Barrierefreiheit, da ist es eben so, dass sich das jetzt auf Informationen und Dienstleistungen, die elektronisch zur Verfügung gestellt werden, beziehen. Ansonsten ist das eigentlich gleich. Wir haben die interessante Situation, dass wenn ich in der Vorlesung irgendwelche Blätter verteile, dann müssen die gesetzlich gesehen nicht barrierefrei sein. Also ich brauche das nicht in anderer Form übergeben. Aber wenn ich jetzt in meinen Online-Kurs ein PDF reinstelle, dann muss das barrierefrei sein. Das ist aufgrund der Gesetzgebung so, da gibt es eine Lücke. Aber grundsätzlich sollte natürlich alles barrierefrei sein. Es gibt eine Umfrage des Studentenwerks von 2018. Darin wird ermittelt, wie viele Studierende in Deutschland eigentlich eine Beeinträchtigung haben, die studienrelevant ist. Also die Studierenden beeinträchtigt im Vollzug beim Studieren, also beim Lernen und beim Prüfen. Und 11% der Studierenden geben an, dass sie eine studienrelevante Beeinträchtigung haben. Und wenn wir uns diese 11% anschauen, dann erhalten wir folgendes Bild. Über die Hälfte, nämlich 53%, haben psychische Erkrankungen. Das war 2018 vor Corona. Ich nehme an, dass diese Zahl inzwischen noch gestiegen ist. Insgesamt absolut. Wir haben 20% Studierende, die aufgrund chronisch-somatischer Erkrankungen, oftmals eben chronische Erkrankungen, hier eine relevante Beeinträchtigung selbst erfahren. Das ist ja eine Befragung der Studierenden gewesen, eine Selbsterfahrung. 10% haben eine Bewegungs- und Sinnesbeeinträchtigung angegeben. Das wären so die, sagen wir mal, klassischen Behinderungen im Sehen, im Hören, auch in der Mobilität. Das sind die Leute, denen man in der Regel irgendwie ansieht oder merkt, dass sie eine Beeinträchtigung haben. Dann haben wir 4% Legasthenie und andere Teilleistungsstörungen, also beim Lesen oder Rechtschreiben oder beim Rechnen eine Beeinträchtigung. Das heißt aber nicht, dass sie fürs Studium nicht geeignet wären. Dann haben wir ungefähr 6% mit sonstigen Beeinträchtigungen und 7% mit Mehrfachbeeinträchtigungen. Also insgesamt aus diesen 11% eben hier dieses Bild. Und man muss sagen, so gering ist die Menge von Studierenden mit einer Beeinträchtigung nicht, dass wir das vernachlässigen könnten. Und natürlich aus Gesetzgebersicht ist es natürlich wichtig, im Sinne der Gleichberechtigung auch alle mit reinzunehmen. Und es geht jetzt nicht nur, das möchte ich in diesem Vortrag eben auch deutlich machen, um diese Gruppe von Studierenden mit Beeinträchtigungen, sondern wir haben einen sehr positiven Nebeneffekt, wenn wir digitale Barrierefreiheit richtig umsetzen. Es ist eine echte Innovation. Es ist ein gutes Design für alle. Wenn ich eine gute Struktur habe in meinen Lernmaterialien, wenn ich Überschriften, Titel richtig habe, wenn ich den Text durchsuchbar habe, wenn ich Text rauskopieren kann aus dem PDF und irgendwo anders reinkopieren kann, dann ist das eine gute Sache für alle. Auch im Sinne von Universal Design, eine bessere Lehre für alle, wo das Lernen unterstützt wird mit verschiedenen Modalitäten, zum Beispiel auch Untertitel, zusätzlich zum auditiven Empfangen von Informationen. Und wir fördern eben auch eine ganz wichtige Kompetenz bei unseren Studierenden. Wenn die nämlich fertig sind mit ihrem Studium, dann heißt es in der Industrie, kennst du dich übrigens aus mit Barrierefreiheit? Wir haben da so einen Auftrag und da brauchen wir jemanden dafür. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Zurzeit suchen größere Unternehmen händeringend nach solchen Leuten. Und ein positiver Nebeneffekt, wir sind gesetzeskonform, nicht zu vernachlässigen. Wir sparen uns irgendwelche Anklagen, die wir kriegen könnten vor Gericht. Wir sparen uns viel Zeit damit und eventuell auch irgendwelche Zahlungen, die wir machen müssten. Also wir haben sehr viel positive Nebeneffekte. Und als Erinnerung, ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind, aber wie sieht es aus mit den gesetzlichen Anforderungen?
Da muss man sagen, es gibt eigentlich schon seit langem die Anforderungen für das Internet, nämlich für öffentliche Webseiten. Eigentlich müsste man sagen Websites, aber der Gesetzestext benutzt das Wort Webseiten. Schon seit 2002 gibt es das Gesetz, sogenannte barrierefreie Informationstechnikverordnung, BITV. Das ist eine Anlage zum Gleichberechtigungsgesetz des Bundes. Aber die EU-Kommission hat sich in einer Direktive von 2016 eben dazu entschieden, dem Ganzen jetzt Zähne zu geben und es wirklich umzusetzen für alle EU-Mitglieder, die Staaten. Und da ist eben dieser Stichtermin 23.09.2019 gewesen. Seither müssen alle älteren Webseiten neuen Webseiten barrierefrei sein, und danach gab es noch eine Übergangsfrist bis 2020, wo jetzt dann eben auch ältere Webseiten barrierefrei sein müssen. Nicht zu vergessen, dazu gehört auch das Intranet, also überall da, wo man sich einloggen muss, für Studierende, für Lehrende, für die Verwaltung. Und dazu gehören eben auch unsere Lernplattformen, Ilias, Moodle, was wir auch so benutzen hier. Und eben auch seit diesem Datum 23.09.2019 müssen wir hier komplett barrierefrei sein. Mobile Apps, diese Anforderung kam etwas später, aber ist auch schon verstrichen. Also dieser Zeitstrahl hier geht eigentlich in die Vergangenheit. Das sehen Sie ja, am 23. Juni diesen Jahres war das fällig. Das heißt, alle Apps, die wir für Studierende machen, sei es nun Prüfungsverwaltung oder für irgendwelche Aktivitäten, Projekte, müssen barrierefrei sein. Und es braucht eine Erklärung zur Barrierefreiheit für alle medialen Angebote, also auch gerade für Intranet, Internet und mobile Apps, die auch eine Rückmeldefunktion beinhaltet. Das heißt, wenn ich als Benutzer eine Barriere erfahre, dann muss ich die Möglichkeit haben, eben auch barrierefrei dieses Problem zu melden, und dann muss sich darum jemand kümmern. Dazu gibt es die sogenannten Meldestellen, die müssen eingerichtet werden. Und es gibt jetzt inzwischen seit dem letzten Jahr, Januar 2020, die Überwachungsstellen. Eine ist hier in Berlin, die des Bundes, und dann gibt es aber auch die der Länder. Und gerade die Überwachungsstellen der Länder haben in den vergangenen 2 Jahren doch die ein oder andere Hochschule mal angepinkt und gesagt, hey, das stimmt aber nicht, da müsst ihr was tun. Ich weiß das selber auch aus Baden-Württemberg, dass das geschehen ist. Und nicht zu vergessen, wir haben die Anforderung der elektronischen Verwaltungsabläufe, die jetzt auch barrierefrei sein müssen. Also immer dann, wenn irgendwo ein elektronischer Laufzettel in der Verwaltung kursiert, dann muss das inzwischen auch barrierefrei sein und die ganzen Plattformen dazu. Ja, welchen Hochschulen ist das bewusst, welchen nicht? Wer tut etwas, wer nicht? Da gibt es auch eine Umfrage, und zwar von dem DSBV. Also das ist der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf. Und da sehen wir, dass die EZB, das ist die Erklärung zur Barrierefreiheit, veröffentlicht wurde von 47 Hochschulen. Insgesamt haben sich 51 an dieser Umfrage beteiligt. Ungefähr ein Drittel haben geantwortet. Das heißt, die, die nicht geantwortet haben, da können wir nicht sagen, was die haben. Es ist aber nicht anzunehmen, dass sie besser abschneiden als die, die teilgenommen haben. Dann haben wir auf die Frage hin, ist die Hochschulwebsite auf Barrierefreiheit geprüft worden? Da hat gut die Hälfte, 30 von 51, mit Ja geantwortet. Und auf die Frage, sind denn einzelne IT-Dienste auf Barrierefreiheit geprüft worden? Nur 17 von 51. Und so ein einzelner IT-Dienst wäre zum Beispiel eine Prüfungsanmeldung. Also da ist ziemlich viel Luft nach oben noch. Und wir sind dann natürlich gerne dabei zu sagen hier, also wir teilen das Feld jetzt ein in weiße Schafe und schwarze Schafe, so schwarz-weiß malen. Und das ist eigentlich, kann auch sehr entmutigend sein, weil wenn wir uns um das Thema Barrierefreiheit und die gesetzlichen Bestimmungen bemühen, dann ist es gern so, dass wir ein bisschen entmutigt sind und sagen, ja, also so richtig ganz kriege ich das nicht hin. In Wahrheit
sind wir eher so wie dieses walisische Schwarznasenschaf, so heißt das. Wir haben ein paar weiße Stellen, aber auch schwarze Flecken und so ganz perfekt kriegen wir es nicht hin. Und da schließe ich mich auch mit ein, als einer, der sich schon jahrzehntelang mit diesem Thema beschäftigt. Und das müssen wir realisieren, aber auch zum Guten umsetzen, denn wenn wir das Ziel schrittweise anvisieren, das Ziel weiß zu werden, 100% zu bekommen, das wir momentan nicht erreichen können. Aber wenn wir das systematisch und schrittweise angehen, dann können wir tatsächlich auf diesem Feld auch Erfolge machen und dann das dient es allen Studierenden. Praktisch heißt, es muss umsetzbar sein. Pragmatisch heißt, wir haben keinen Anspruch auf 100% Lösungen. Wir geben auch nicht auf, wenn wir, oder wir sagen auch nicht, nee, wir packen das gar nicht an, weil das schaffen wir sowieso nicht. Das wäre der falsche Ansatz. Und systematisch heißt, wir haben trotzdem das Ziel vor Augen. Wir haben eine Roadmap, die uns zum Ziel führt. Natürlich immer wieder mit irgendwelchen Abweichungen, auf die wir reagieren müssen. Ich habe Ihnen jetzt nochmal weiter in diesem Thema Tierbilder mitgebracht. Der Gorilla hier, der schaut ziemlich missmutig drein, denn es geht jetzt um Hausaufgaben. Wir haben alle als Lehrende die Hausaufgabe, unsere Lernmaterialien barrierefrei zu machen. Dazu können uns vielleicht E-Tutoren helfen, aber irgendwo müssen wir auch uns selber darum kümmern. Es geht um Folien, Skripte, elektronische Lernplattformen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Und übrigens alle diese Schritte, die ich jetzt kurz vorstellen werde, werden pilotartig in diesem Projekt Shuffle, das von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert wird, entwickelt, umgesetzt und dann auch auf andere Hochschulen pilotartig übertragen und auch angeboten. Open Source und Creative Commons Lizenzen sind bei uns der Standard. Diese Maßnahme bringt allen Studierenden etwas, wenn die Folien, Skripte barrierefrei sind, die gute Struktur da ist und die Durchsuchbarkeit. Und es gibt auch so kleine Helferlein wie die Bienen hier, die uns helfen können, Dinge nicht zu vergessen, beziehungsweise schwarze Punkte eben zu erkennen, die noch da sind bei uns. Wir haben Programme, die uns helfen, Barrierefreiheit bei Dokumenten und Websites und auch Lernplattformen zu entdecken. Und diese Tools können leider nicht alles entdecken, nur ungefähr ein Drittel. Wir haben das untersucht bei Webseiten. Aber wenn wir das flankieren mit begleitenden Maßnahmen, die dann auch diese Fehler adressieren, die man nur manuell entdecken kann, dann kann man da auch weiterkommen. Und ich merke das selber, so eine automatische Prüfung ist gut, weil man vergisst gerne etwas. Was können wir von den Enten lernen, die hier, die kleinen Entchen, die hier schwimmen, der Mutter nachschwimmen vermutlich. Wir sollten eben auch unsere Studierenden darin schulen, was es heißt, digitale Barrierefreiheit umzusetzen und das auch in den Curricula verankern. Eine solche Idee ist, Zertifikate anzubieten für Lehrende, auch für Studierende. Es gibt schon die IAAP, denn das ist ein weltweiter Verband von Berufstätigen in der Barrierefreiheit. Und da wollen wir eben auch ein Zertifikat entwickeln, das dann auf Hochschulen anwendbar ist. Ja, hier haben wir einen Hund und eine Katze, die sich anschauen, als hätten sie sich noch nie gesehen. Es geht uns tatsächlich manchmal so, wenn wir über Menschen mit Beeinträchtigungen reden, dass wir gar nicht richtig wissen, um wen geht es eigentlich, was sind deren Bedarfe, Bedürfnisse. Am besten ist es natürlich, wir haben wirklich solche Menschen, solche Studierende vor Ort und sie können uns tatsächlich einführen in ihre Welt. Und das bringt ganz viel Empathie, Bewusstsein für die wichtigen Punkte, auch Fachwissen über die assistiven Technologien, die es da gibt, zum Beispiel ein Screenreader. Wenn wir solche Menschen eben nicht zur Hand haben und die Vielfalt ist eben so groß, auch bei Beeinträchtigungen, dass es im Prinzip nicht möglich ist, dann können wir auch auf solche Konzepte wie Personas oder einfach virtuelle Interaktionsmöglichkeiten zurückgreifen. Wir wollen hier vom Projekt Shuffle auch so eine interaktive Persona-Plattform bauen, die dazu auch beiträgt. Der Elefant, dem wird nachgesagt, dass er ein gutes Gedächtnis hat und das wollen wir eben auch fördern durch die Videoaufnahmen bei Vorlesungen. Man kann dann verpasste Vorlesungen nachholen. Man kann auch in jeder Abspielgeschwindigkeit sich das abspielen, wie es einem eben am besten passt. Jetzt muss ich, glaube ich, schnell weitermachen. Ja. Wichtig ist auch, dass man Diagramme und Schaubilder, die vorkommen,
erklärt, nicht im Sinne von Hirsenkästchen und Hirsenkästchen, sondern in der Vorlesung zeigt zum Beispiel im Flussdiagramm, dieser Schritt folgt auf den anderen und aus dem und dem Grund. Eine Live-Untertitelung, da sind wir auch dran. Wir haben automatische Spracherkennungen, die uns dabei helfen können. Allerdings ist die Genauigkeit im Moment nicht sehr gut. Wir wollen manuelles Editieren nachbauen, also auch live, dass Studierende das machen können. Wichtig wäre noch das Networking, die Delfine, die eben miteinander kommunizieren. So wollen wir das auch anbieten von unserem Shuffle-Projekt. Und ganz wichtig ist, dass das Ganze auch Zähne bekommt. Deswegen der Löwe hier, dass eben auch eine hochschulweite Strategie gibt, top-down und bottom-up. Und dass wir eine Verpflichtung haben, der Hochschule eben hier mit dazu beitragen, dass eine barrierefreie Lehre stattfindet. Und der letzte Schritt, den ich Ihnen zeigen möchte, ist ein Reifegradmodell, dass wir systematisch messen, wo sind wir eigentlich in Sachen digitale Barrierefreiheit, dass wir Schwachstellen identifizieren können und über Scorecards auch feststellen, an welcher Stelle wir sind und was wir tun können, um hier in den grünen Bereich zu kommen. Ja, Shuffle ist das Projekt, das ich leite und wir haben die Partner Universität Bielefeld, Pädagogische Hochschule Heidelberg und Pädagogische Hochschule Freiburg. Wir haben angefangen im August und sind ganz hoffnungsvoll, nicht nur wegen Corona. Das Thema ist auch sonst brandaktuell und hilft allen Studierenden. So, und jetzt wollen wir noch auf Fragen hören, die es vielleicht aus dem Chat gibt. Absolut. Wir starten mit den Fragen. Vielen Dank erstmal für den Vortrag, Herr Zimmermann. Ich baue kurz hier mit dem Laptop ja, gerne. Damit ich meine Fragen mit ins Bild holen kann. So, zum einen fand ich wirklich wertvoll, es wurde nämlich kritisch angemerkt, dass ein Vortrag über Barrierefreiheit ohne Untertitel stattfindet. Ja, genau. Meine technische Frage wäre denn, wie einfach ist es denn schon, Live-Synchron-Untertitel zu generieren? Also PowerPoint kann das zum Beispiel, auch andere Programme können das, aber dann ist halt die Genauigkeit nicht so toll. Man kann Dienste dann in Anspruch nehmen, das kostet natürlich Geld, wo eben dann das entsprechend noch sofort korrigiert wird, entweder eingetippt oder dann sofort korrigiert, was automatisch erzeugt wird. Und das sollte eigentlich zum Standard werden, ja. Okay, aber das heißt, es wäre theoretisch machbar auch für Lehrende, wenn sie zum Beispiel Livestreamen, dass sie wirklich live automatisiert mit einer KI übersetzt werden und die Korrektur ist dann nochmal zusätzlich eine andere KI? Das wollen wir dazu bauen, dass das dann Studierende übernehmen können und auch messen, ob das einen Lernerfolg bringt, denn sonst wird es natürlich teuer, wenn man als Profis mit reinsetzen muss. Die andere Sache, das ist ja dann nicht mehr synchron, also weil da läuft ja die Schrift quasi unter dem sprechenden Ja, Bild nicht ganz synchron. Das dann also eher die das KI macht so 2-3 Sekunden danach und wenn man es dann nochmal verbessert, dann sieht man halt, wie sich das quasi automatisch ausbessert. Das heißt, es ist nicht mehr lippensynchron, sondern ich lese dann einfach, genau, anstatt dem Speaker zu folgen. Es geht ja auch nicht ganz lippensynchron. Man hat ja immer Segmente, die man gleichzeitig zeigt. Interessant ist hier, also die Anforderung an Live Veranstaltungen aus gesetzlicher Sicht ist nicht Vorschrift, dass es Live-Untertitel geben muss. Aber wenn ich eine Aufnahme mache, dann muss ich Untertitel zur Verfügung stellen. Und da sind dann aber auch da gibt es verschiedene Plattformen, wo ich das machen kann. Wenn sich jemand dafür interessiert, kann ich da gerne auch über unsere Erfahrungen berichten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die sind inzwischen gar nicht schlecht und liegen über 90% Wortgenauigkeit. Und meistens dann auch mit einem Abo-Modell sehr günstig, genau, zu haben. Genau. Eine ganz konkrete Frage von Stefan. Können Sie etwas zu mathematischen Formeln sagen? Gibt es da Empfehlungen zur technischen Umsetzung? Das ist eine gute Frage, ja, und da befassen sich viele Leute damit. Beim W3C gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit befasst, also World Wide Web Konsortium, wo ich auch mitarbeite. Im Grunde muss man sagen, es gibt MathML, also die Math Markup Language, aber die Screenreader tun sich zum Teil schwer. Und es gibt da jetzt ein Framework, das im Prinzip eine Fallback-Lösung macht. Also das Framework ist JavaScript getrieben. Und die Fallback-Lösung besteht darin, dass wenn jetzt der Browser oder der Screenreader MathML nicht versteht für Formeln, dann wird eben das als Grafik dargestellt und der Alternativtext gibt dann die Formel wieder. Also so, man muss eben hier so, so wie das im Webdesign Graceful Degradation heißt, so gibt es da auch Ansätze in der Barrierefreiheit. Anne bringt uns von der Mathematik in die Medizin und fragt, ob es da schwierig wird mit der Spracherkennung, wenn es um Fachbegriffe geht. Bitte, hab's nicht ganz. Also die Frage war, ob es, wir wechseln von der Mathematik zur Medizin und die Frage ist, ob es mit der Spracherkennung schwierig wird, wenn vor allem viele medizinische Fachbegriffe fallen.
mit der Spracherkennung. Mhm. Ja, zum einen, ja, zum anderen gibt es tatsächlich von Spracherkennungssoftwareherstellern spezielle Aufgaben für Medizin, weil eben gerade Ärzte das oft benutzen, um irgendwelche Patientenberichte zu diktieren. Und wenn man die Systeme trainiert dafür, dann ist die Erkennung auch wieder sehr gut. Und ich habe auch gesehen, das finde ich wunderbar, Sie haben sich auch gegenseitig im Chat schon Tools empfohlen. Das heißt, Sie haben gegenseitig die Fragen beantwortet. Das ist klasse. Vielen Dank an Sie, Nadja, für viele Empfehlungen. Eine letzte Frage vielleicht. Ich muss dafür nur wieder nach oben scrollen. Die wollte ich noch stellen. Genau, die Reflexionsprozesse waren das mit den Studierenden. Welche Ideen haben Sie, um das Thema Barrierefreiheit mit Studierenden zu behandeln? Und die Annahme war, dass wenn Dokumente zum Beispiel schon barrierefrei sind, dann fällt es den Studierenden erst gar nicht mehr auf, weil es ja alles schon in Ordnung ist und vielleicht brauchen Sie gar nicht mehr darüber zu reflektieren. Ja, also im Moment haben wir leider die Situation, dass das noch nicht eingetroffen ist. Was wir machen ist, wir beziehen Studierende tatsächlich mit ein in die Arbeit des Kompetenzzentrums. Wir schulen sie, wie sie Webseiten überprüfen können auf Barrierefreiheit und auch wie man Dokumente überprüft. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, im Rahmen der Human-Computer-Interaction-Vorlesung Studierende mal über Personas Vortrag halten zu lassen oder mal nachschauen zu lassen in Windows, Mac, iOS, Android, was für Einstellungsmöglichkeiten es gibt für Menschen mit Behinderungen. Und da entdeckt man unheimlich viel. Jedes neue Update bringt wieder neue Dinge zutage. Das ist total spannend und es fasziniert auch die Studierenden. Ich bin gerade auch dabei, zusammen mit GI, Gesellschaft für Informatik, in dem Curriculum für Medieninformatik, diese Einheit digitale Barrierefreiheit zu verankern. Und ich denke, im Moment wird dieses Thema nur so immer am Rande betrachtet, ohne in die Tiefe zu gehen und es bleibt dann nicht hängen. Was wir brauchen, ist wirklich die Studierenden reinzunehmen, hands-on etwas zu machen in diesem Bereich. Mhm.